Immer wieder Glücksburg. Wie auch schon 2019 stellen Santiano ihr neues Album im Strandhotel vor. Das Album zum 10-jährigen Bandjubiläum ist ein Best-of plus eine Handvoll neuer Songs. Schwierig. Schwierig. Um das mal mit einem Wort zusammenzufassen. Also wir sind uns ja nicht mal als Band einig, wo wir jetzt als Santiano sagen würden, das wären unsere Top 20, sondern jeder von uns hat eigene Top 20, wo es sicherlich eine Schnittmenge gibt. Und deswegen war für uns das total unmöglich, das aus dem eigenen Saft zu entscheiden. Deswegen haben wir da den großen Kreis aufgemacht und am Ende haben wir es sogar anderen Leuten überlassen, weil wir immer noch kein Album hätten, wenn wir uns darüber hätten einig werden sollen. Beim Album-Release fehlt Bandmitglied Andreas Fahnert krankheitsbedingt. Auch er ist von Anfang an dabei, als 2012 das erste Album der Band erschien. Wir haben auf gar nichts gehofft. Ja, das wir haben es einfach gemacht. Und wir wussten, da ist eine große Plattenfirma. Und dann ist natürlich ordentlich Dampf dahinter. Und das wird bundesweit angeboten und nicht eben hier auf der Nordsee, der Krabbenkutter, der da rumfährt. So, aber du hoffst dann, also hoffen nicht im Sinne von auf der Knie zu Hause liegen und lieber Gott, lass es was werden, sondern machen. Oder habe ich was vergessen? Also du hast natürlich, und jetzt, das ist, wenn wir, als wir angefangen sind, da haben wir bestimmte Parameter erfüllt. Wir haben bestimmte Dinge in den Cocktail hineingepackt. Und das große Ding ist natürlich dann auch das Glück zu haben, den Zeitgeist zu treffen und das Glück zu treffen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Was danach folgt, ist hauptsächlich Fleißarbeit, weil da oben hinzukommen hat auch viel mit Glück und Zeitgeist zu tun und natürlich auch harte Arbeit. Da oben zu bleiben ist oft eine Fleißsache. Ne? Dann fängt es an, da oben. Fleiß und ein gutes Händchen. Ja, richtig, ja, ja. Ne? Aber dann darf Glück einfach keine Rolle mehr spielen, weil dann, wenn du dich dann nur noch aufs Glück verlässt, dann stürzt du einfach auch ganz schnell ab. Also dann gibt es bestimmte Dinge, die musst du einfach erfüllen, da musst du hart arbeiten, da musst du am Ball bleiben. Das ist tatsächlich dann hauptsächlich eine Fleißsache. Zwischen diesen Bildern liegen fast 3 Jahre und eine Pandemie. Natürlich haben wir als Band tatsächlich, um im maritimen Bereich zu bleiben, uns natürlich mal von heute auf morgen in so eine Flaute gedreht gefühlt. Ne? Aber ich glaube, wir haben mit dieser Zeit was Gutes angestellt. Wir haben ziemlich schnell davon abgesehen, weil wir es auch nicht gut können, unsere Daily Posts zu unseren Fans zu machen und permanent irgendwelche Videos zu drehen. Das ist nicht so ganz unser Beritt. Außerdem hätten wir das ja auch wie alle anderen aus der Küche heraus gemacht. Und da ist es auch ganz schwer, diese Bilderwelt aufzumachen, wenn hinter uns so ein Gewürzregal hängt. Ne? Und wir haben dann einfach das Beste gemacht, was wir machen konnten als Band und Musiker. Wir haben eine Platte gemacht. Eine Platte gemacht, mit der wir dann bis vor ein paar Tagen unterwegs waren und eine tolle Tournee gespielt haben. Und jetzt kommen wir auf das. Wir haben natürlich in diesen 2,5 Jahren sehr, sehr viel darüber nachgedacht, was wohl sein wird, wenn wir da wieder rausgehen und so. Und jetzt sind wir bei dir. Wir haben das wahnsinnige Glück, so eine tolle Fanbase zu haben und überall tatsächlich auf diese vollen Häuser zu stoßen, die wir nicht mal gewagt haben zu hoffen, dass wir sie haben. Und das hat sich total bestätigt. Und wir haben als Musiker gesehen, als Band gesehen, ein sehr glückliches Jahr hinter uns. Die erste Single aus dem neuen Album ist eine englische Version des Songs Santiano, zusammen mit dem Schotten Nathan Evans. Das Video dazu wurde, wie schon das allererste Video der Band, auf einem Schiff auf der Flensburger Förde gedreht. Ja, so einfach alles, was du brauchst. Du hast hier ein geschütztes Segelrevier, du hast hier wunderschöne Küstenbereiche und zwar überall, du hast verschiedene Strände. Und was du auch vor allen Dingen hast, ist die Grenznähe und den Einfluss von Dänemark. Und Dänemark bringt hier so eine Art, um im Dänischen zu bleiben, eine Hügeligkeit. Und das darf man jetzt nicht einfach mit Gemütlichkeit übersetzen, sondern das meint nochmal so eine ganz spezielle, sich aufgehoben fühlen, eine gewisse Wärme. Die nächsten Wochen ist erstmal Fleißarbeit angesagt, um das neue Album zu promoten. Ab Mai 2023 geht die Band dann damit auf Tour.